Es ist ein fast normaler Sonntag in Köln, 11 Uhr vormittags. Auf den Straßen um den Weidenpescher Park findet man nur noch wenige freie Parkplätze. Eine interessante Attraktion steht bevor, die jung und alt, wie groß und klein, anzusehen scheint. Wir sind überpünktlich. Noch braucht man an den Kassen nicht Schlange zu stehen. Noch ist die große Tribüne leer. Die große Arena wartet darauf, zum Mittelpunkt des heutigen Tages zu werden. Aber auch die hier etablierte Gastronomie ist bereits voller Erwartung auf die kommenden Besucher, die sicherlich bald eintreffen werden. Ja, wir sind auf der Kölner Galopprennbahn, am Kölner Turf, wie das Pferderennen von Kölnern genannt wird. Ein Schauplatz und Treffpunkt der feinen Kölner Gesellschaft, wie aber auch ganz normaler Bürger, Familien, Klicken und Pferdewetter. Seit 1897 finden hier im Weidenpescher Park Pferderennen statt. In mancher Kölner Familie ist es Tradition, zum Rennen zu gehen. Während die Jockeys mit Sattel in der Waage gewogen werden, werden die ersten Pferde bereits fürs Rennen vorbereitet. Besucher hingegen beginnen, sich nach den Favoriten zu orientieren. Liebe Tourfreunde, im Namen des Kölner Rennvereins darf ich Sie recht herzlich am heutigen Sonntag hier im Weidenpescher Park begrüßen zum Oppenheim-Union-Rennen der 170. Austragung des Gruppe 2-Rennens. Das große Oppenheim-Rennen zählt zu den interessantesten Rennen der Saison. Schon 1934 wurde hier erstmals der Gerling-Preis gelaufen. Ebenso wie diese älteste Sponsoring-Veranstaltung Deutschlands und der Preis von Europa, ist auch das Oppenheim-Union-Rennen neben dem Mehl-Mühlem-Rennen ein gesellschaftliches Ereignis. Mit den Jockeys noch in Führung gehen in wenigen Augenblicken dann auf die Bahn. Start zum Hauptereignis des heutigen Tages, dem 170. Oppenheim-Union-Rennen in etwa 10 Minuten. Und Michael Kunz und Manfred Schaffmann werden Ihnen dann noch ein paar Infos geben über den derzeitigen Stand am Toto der einzelnen Pferde. Vor den einzelnen Rennen lohnt sich der Blick auf den Führing. Hier werden die Pferde dem Publikum im Schritttempo vorgestellt. Die Jockeys bekommen hier die letzten Order von den Galopptrainern. Versierte Pferdewetter wollen sich vorher auch einen persönlichen Eindruck machen, auf welches Pferd sie setzen. Ist der Jockey wach, strahlt das Pferd gute Tagesform, Siegerqualitäten aus. Machen die Favoriten ihrem vorauseilenden Ruf heute auch Ehre? Hier fällt der Pferdewetter seine endgültige Entscheidung, welcher Galopper nun für eine Wette gewinnen soll. Hier in der Wetterschutzhalle finden sich die ambitionierten Spieler und professionellen Buchmacher auch bei schönem Wetter ein. Hier wird über alle in Deutschland gleichzeitig laufenden Pferderennen informiert. Hier wird an allen Fronten auf Favoriten gesetzt, nicht selten 3- bis 5-stellige Beträge. Aus Spaß, Zeitvertreib, nicht selten aus Spielsucht oder der greifbar scheinenden Möglichkeit, vielleicht heute noch reich zu werden. Es
lassen sich hier auch die Eventualquoten der Start und die Rennen genauestens auf den Fernsehbildschirmen verfolgen. Die Rennen laufen für viele Besucher ganz anders als bei einem Fußballspiel, so am Rande ab. Nur wenige fiebern wirklich mit innerer Leidenschaft mit. Und wenn Enthusiasten aufs falsche Pferd gesetzt haben, ist ärgerlich, aber selten tragisch. Und es gilt nämlich auch hier, neues Rennen, neues Glück. Aber auch die unglücklichen Verlierer, die aufs falsche Pferd gesetzt haben, haben hier sogar die Chance, trotzdem richtige Pferdestärken zu gewinnen. Nach dem Absatteln müssen sich der Jockey in der Waage mit seinem Sattel nochmals einer genauesten Kontrolle unterziehen. Kommt er mit weniger Gewicht als vor dem Rennen zurück, wird er disqualifiziert. Daher heißt dieses Gebäude auch Waage. Auf dem vierten Platz war die 6. Gibt die Rennleitung ihren endgültigen Segen, ist die Bahn frei für das erfolgreiche Team, das Siegerpodest zu betreten. Vermögensverwaltung, ein Ausgleich 4 war 1850 Meter. Wieder ein Favoritensieg und wieder ein Schlenderhahner Sieg. Es gewinnt der 4-jährige Fuchswallach Midas im Training hier in Köln-Weidenpesch bei Peter Schirgen im Besitz des Geschütz-Schlenderhahns und im Sattel saß Andreas Suboric. Die Ehrenpreise werden überreicht von Friedrich Karl Janssen, dem persönlich haftenden Gesellschafter des Bankhauses Oppenheim. Auf dem Siegerpodest auch der Oberbürgermeister der Stadt Köln, den wir hier sehr herzlich begrüßen, Fritz Stammer. So, meine Damen und Herren, das nächste Rennen, 5. Rennen, Preis der Köln Arena und wir haben wieder... Die frühere alte Waage wurde grundlegend renoviert und dient seit 1987 der Gastronomie wieder. Turf- oder Galopprennbahn, es ist vornehmlich ein sonntagliches Ausflugsziel, wo natürlich auch die leiblichen Genüsse nicht zu kurz kommen dürfen. Hier im Hippodrom, dessen Terrasse an den Zielpunkt der Rennbahn grenzt, geht es deutlich vorwärts. Und hier wird nicht nur auf Pferde, sondern in erster Linie auf die Pflege und Anbahnung geschäftlicher Freundschaften gesetzt. Noch einmal darauf hinweisen, wir haben eben zweimal hier den Sieger vorhergesagt. Sind Sie so nett und hören zu. Köln trifft sich auf der Rennbahn. Man sieht den Pferden ihre Nervosität an. Sie wissen aus langer Erfahrung zu genau, dass sie gleich Hochleistung bringen müssen. Die Jockeys hingegen, von ihren Trainern mit der für dieses Rennen versprechenden Taktik gebrieft, sind konzentriert. Die richtige Taktik und nicht nur allein die Kondition des Pferdes kann so manches Mal ausschlaggebend sein über Sieg und Niederlage. Denn so manche Prüfung wird teilweise schon durch die Reitweise unterwegs entschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute am Totalisator und denken Sie ans letzte Rennen, an den großen Jackpot in den Reihen. Bis gleich. Auch ein schnelles Rennen, aber kann es denn nicht auch mal sein? Vormann Gironella geschlagen, Stumm runter, das ist etwas stärker, aber vorne marschiert. Amoroso vor allem was. Amoroso, das sieht jetzt gut aus. Amoroso gewinnt vor allem was. Dritter, Christian, vierter, Schulter. Ja.
Die einzelnen Rennen haben unterschiedliche Distanzen. Die Zielgerade bleibt aber immer die gleiche. Daher müssen die Galopper je nach Rennen von unterschiedlichen Positionen aus starten. Kein Problem aber dank mobiler Startboxen. Jetzt gilt es für die Jockeys, die Konzentration ihrer wertvollen Träger zu bündeln. Ein Fehlstart kostet meist den Sieg. Rennen sind gelaufen. Der Sonntagnachmittag ist wie im Galopp verflogen. Ein Besuch der Kölner Galopprennbahn ist immer ein Sonntagsausflug der besonderen Art. Sie ist auch die bedeutendste Trainingszentrale in Deutschland. Mehr als 500 Pferde werden hier von führenden Trainern vorbereitet. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. Can I be strong?